Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesem-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt. Capitalism Labs oder Capitalism Lab oder wie auch immer man das Ding da nennt. Capitalism Lab steht hier mal. Die Ingame-Musik musste ich leider ausmachen, das heißt die Musik, die ihr hier hört, die läuft im Hintergrund auf Epidemic Sound. Hat jetzt nichts unbedingt mit dem Spiel zu tun. Ich habe mir einfach mal eine Playlist ausgesucht und lasse die mal laufen. Das Problem ist, die wird halt Content gehittet, getroffen, wie auch immer, und dann kriegen wir halt Probleme. So, DLCs, was haben wir drauf? Subsidiary DLC haben wir drauf, City Economic haben wir drauf, Digital Age DLC haben wir drauf und neu den Banking and Finance DLC. Also vier DLCs haben wir mit installiert. Die Optik sieht auch ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt hier Facebook, Discord und das offizielle Forum. Die Screen Modes sind auch gewachsen. Also da kann man auch unterschiedliche Dinge jetzt einstellen. Ich habe hier Fullscreen und so weiter eingestellt. Das passt schon. So, dann machen wir mal ein neues Spiel. Wir machen kein Szenario, kein Tutorial, kein Challenge Game. Wir machen einfach ein Custom Game und da habe ich schon mal die Frei Holding eingegeben, die von Nick Frei geführt wird. Schwierigkeitsgrad habe ich mal auf 137 gestellt. Die Dinger mit 200 plus Prozent Schwierigkeitsgrad finde ich ein bisschen extrem in letzter Zeit. Er sagt hier hart. Only chose this if you have won in easier games. Ja, was heißt gewinnen? Gewinnen im freien Spiel ist eh so eine Geschichte. Ja, wir haben 7 Städte, wir haben ein moderates Startkapital. Ich bin sogar am überlegen, ob ich mein eigenes sogar auf Low setzen soll. Wir haben keine Tochterunternehmen. Wir haben selten Random Events. Wir starten 1990. Wir haben den Stock Market an, also den Aktienmarkt. Wir haben den alternativen Aktienmarkt an. Wir lassen Multiple Retail Store Floors zu, also das heißt, wir können 3 Etagen in unseren Kaufhäusern bauen. Wir haben die Inflation aus, weil das hat einfach zu viel Preisänderung. Also wenn ich Inflation anmache, dann ändern sich permanent die Preise. Also du kommst kaum hinterher mit der Preiseinstellung. Du musst auf einfache Geschwindigkeit laufen lassen und dann wird das hier zum Kaufhausmanager und nicht mehr zu Capitalism Lab. Ja, was haben wir sonst noch? Private Company haben wir an. Technologie Disruption habe ich aus, weil auch da haben wir das Problem, das Forschungssystem ist eigentlich ohne die Disruption gebaut. Und wenn du Disruption anhast, dann kann es passieren, dass du einen Forschungsauftrag machst und sagst, ich will hier 100 Punkte in den nächsten 10 Jahren erforschen. Und wenn es fertig ist, dann sind es nur 50 Punkte, die draufkommen, weil 50 Punkte durch die Disruption wieder weggegangen sind. Und wenn du kürzere Entwicklungsschritte machst, dann ja, also es wird nicht belohnt, sagen wir es mal so, lange große Entwicklungen zu machen. So, Boom-Bust-Cycle war Standard moderat. Ich habe nur 8 Competitors drin, wovon 30% Private Companies sind. Die sollen mit einem niedrigen Startkapital anfangen, damit wir eine Chance haben. Ja, weil die legen ja los, das ist ja nicht mehr normal. Der Expert-Level der AI ist hoch. Da bin ich am Überlegen, ob ich das ein bisschen runtersetzen soll, weil also ein hohes Expert-Level, das ist schon, die machen dir ziemlich schnell den Gar aus mit ihren Vorteilen. Wir wollen natürlich nicht die Secrets sehen und die Kompetenz der lokalen Competitors ist sehr low, also very low. Können wir sogar vielleicht ein bisschen hochsetzen. Die sind meistens nicht so das Problem. So, dann haben wir die DLCs, da haben wir jede Menge Einstellmöglichkeiten für die verschiedensten und verrücktesten Dinge. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles erklären soll. Das ist mittlerweile so komplex geworden, dieses Spiel. So, wir machen 3 Häfen in jeder Stadt und Constant Supply wollen wir nicht. Da soll nicht konstant reinkommen, das soll schwanken, damit wir auch ein bisschen Action drin haben in wechselnden Produkten im Markt. So, was haben wir noch? Die Customization machen wir aus, das wird zu aufwendig. Ja, Goal Values, Number of Years, 50. Ich habe ja sonst eigentlich nicht wirklich viel Goals.
Ja, wir könnten sagen, wir packen uns dann noch 50 Bonuspunkte rein, wenn wir 50 Jahre durchstehen. Aber eigentlich ist es Blödsinn. Eigentlich ist es Blödsinn. Ich will ein freies Spiel machen. Und ich habe festgestellt, selbst wenn ich hier 50 Jahre einstelle, es macht keinen Unterschied. Ich brauche hier gar nichts zu ändern. Weil das ist nur für die Sonderpunkte, die, wenn du das Ziel erreicht hast. Ja. Ich hatte 50 Jahre eingestellt, habe ausgerechnet, 2040 müsste rum sein, 2060 habe ich einen Rechner ausgemacht. Weil es einfach weiterläuft. So, und dann sind wir schon bei 144%. Ja? Und das sind gar nicht großartig komplizierte Einstellungen, die ich gemacht habe. Ich könnte mir noch überlegen, ob wir noch ein paar Competitors dazu nehmen, damit es ein bisschen spannender wird, aber nur bei 150%. Passt auch. So, starten wir mal rein. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe die ganz weit runtergedreht. Auch hier sehen wir neue Ansichten. So, die Ziele. Mal gucken, was unser Ziel ist. Wahrscheinlich immer wieder das Gleiche. Digital Age Dominance. Ja, wir sollen Computer OS machen. Audio Software, Computer Security. Das sind alles Unterpunkte. Und dann noch eine eigene Stadt gründen. Das sind die ganzen... Ja, das sind die Goals. Ich finde es schade, dass keine neuen dazu kamen über den Financial DLC, weil es wäre schön gewesen, dann noch ein paar mehr zu haben, sage ich ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, ob wir Bock haben, Digital Age zu machen. Wir gucken uns das jetzt eh erstmal alles an. Wir haben 50 Millionen, die anderen, seht ihr, die haben alle teilweise ein bisschen mehr, je nachdem. Also die sind wohl Aktiengesellschaft. Die Aktiengesellschaft, das könnte Privatunternehmen sein. Können wir mal reingucken. Stock Exchange. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unternehmen am Aktienmarkt. Ja, und die haben halt 48 Millionen Aktien rausgegeben. $10. Die entsprechend weniger haben deshalb auch entsprechend weniger Geld. Wir hatten das Glück, wir haben geerbt oder so, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir starten ja halt mit 50 Millionen, ich kann es halt nicht ändern. Ich wollte ja ein bisschen weniger machen schon, aber ich habe es mir bisher auch immer so schwer gemacht, dass ich dann irgendwann gescheitert bin und nicht mehr so ganz hinterher kam. Ja, wir können jetzt, wenn wir wollten, direkt so einen aufkaufen, dann wäre er weg. Muss hier aber nicht unbedingt sein. So, Städte sind auch ein bisschen größer geworden, habe ich so einen Eindruck. Die sind alle schon so kurz vor 500.000 Einwohner. 300.000 habe ich gar nicht mehr gesehen in letzter Zeit. Haben sie also auch ein bisschen angepasst, weil es war schon sehr, sehr schwankend mit dem Städte-DLC. Und dann war es ja teilweise nicht mal mehr möglich, rentabel Geschäfte aufzubauen. So, wir haben 50 Millionen. Wir müssen uns überlegen, was wir damit anstellen. Ja, William H. Gates, der Dritte, also Bill Gates, ist mit 63 Milliarden hier drin. Ja, unter den Milliardären Top 100 die Nummer 1. Warren Buffett ist Nummer 4. Aber das sind natürlich teilweise auch Fake-Namen und nicht die wirklichen Gelder, die die Leute haben. Ja, hier sehen wir, was wir alles bauen können. Jede Menge Zeug. Ich sehe gerade, einen Video-Editor, einen Video-Player haben wir schon Technology. Das heißt, wir könnten zwei Softwareprodukte auf den Markt bringen und könnten ein Tech-Unternehmen werden. Müssen wir aber nicht. Wir können noch ein bisschen Bauer spielen. Oder wir können als Manager keine Ahnung, was das für ein Guide ist. Ja, da können wir uns die Städte angucken, die Nationen, die es gibt, wobei ich nicht so wirklich weiß, was Nationen wirklich darstellen soll. Die Political Parties, die es gibt hier im Spiel, wo wir Leute bestechen könnten. So, hier sehen wir die ganzen Financial Actions, die wir machen können für unsere jetzige Firma. Wir können zum Beispiel auch hingehen, können ein Tochterunternehmen gründen. Das Ganze heißt ja Fry Holding. Weshalb ich ehrlich gesagt auch vorhätte, ein Unternehmen zu gründen. Es geht mir hauptsächlich darum, dann kriegen wir auch einen Manager.
ein Manager, der Retail kann, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Retail-Firma aufmachen. Und der kann dann die Preise besser kontrollieren. Falls wir das hier machen wollten. Gibst hier einen Namen ein, gibst hier eine Geldsumme ein. 20 Millionen ist Minimum. Wir könnten jetzt das Geld halbieren. Dann könnten wir laufen gegen unsere eigene Tochterfirma, um zu gucken, wer macht mehr Kohle. Wahrscheinlich die Tochterfirma. So, die Stock Exchange, die habe ich schon gezeigt. Einmal als Privatperson kann ich Aktien kaufen und als Holding. Das ist neu, das ist der Bond Market. Hier kommen nach und nach Bonds ins Spiel, die man kaufen kann. Die werden dann verzinst. Kann auch eigene Bonds ausgeben als Firma, die dann eben verzinst werden und dann wird irgendwann der Bondbetrag wieder zurückverlangt. Ist cool, wenn du mal 10 Jahre 50 Millionen brauchst, aber dann solltest du mit den 50 Millionen mindestens 100 Millionen verdienen, dass das Ganze rechnet. Also ist auch nicht so einfach. Ja, dann gibt es hier noch die ganze Softwareübersicht, was wir alles für Software basteln könnten und der Digital Software Guide und der Internet Guide. Ja, die Frage ist, in welche Richtung wollen wir gehen? Das ist immer so die Frage, wenn du hier startest. Mit irgendwas musst du hier anfangen. Meistens weißt du nicht so genau, mit was. Das ist das Problem. So, wo ist denn hier der Stadtkram? Hier. Ich meine, wir sind eine Holding. Eigentlich müsste ich Tochterunternehmen gründen, die ich dann noch abstoßen kann irgendwann. Wenn ich jetzt mit dieser Firma arbeite, dann hängen wir fest auf dieser Firma. Dann ist das eine, die alles macht. Holding heißt, alles macht, alles selbst macht. Und du kannst nichts gescheit abstoßen. Aber ob ich schon einen Manager will, ist halt auch die Frage. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Mit einem Retail Discount Store. Um mal eine Grundfinanzierung hinzukriegen. Da hätten wir 48. 48 ist schon mal nicht so schlecht. 51. So langsam wird es interessant. Ja, da müssten wir Sachen abreißen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Da haben wir 51. Ich glaube, das ist der beste Wert, den wir kriegen können. Bauen wir hier. So, machen wir einen ersten Store auf. Gehen wir den einfachen Weg. Wir verkaufen alles, was vor Ort angeliefert wird über die Häfen. Wir machen da gar nicht lange rum. Einfach mal so einen Grundstock schaffen. Weil mit drei Häfen hast du natürlich direkt hier auch einmal voll, ja, deinen Supermarkt. Soap. Toilet Cleaner Television. Irgendwas stimmt hier nicht. Sofa haben wir vergessen. So. Da haben wir auch nochmal Soap. Ach du lieber Himmel, wie viel Soaps habe ich denn da drin?
Gibt es in der Nachbarstadt noch irgendwas Sinnvolles, was, wo sich der Transport lohnen könnte? Hier. So, dann machen wir unseren ersten Markt auf und lassen die Zeit mal langsam anlaufen. Ich habe jetzt Spielgeschwindigkeit 1 mal angemacht. Wird erstmal Ware eingekauft, dann wird die langsam vertickt. Wir haben jetzt den 2. Januar, den 3. Januar. Also ihr seht, es geht sehr langsam voran. Ich könnte die Spielgeschwindigkeit jetzt auch noch erhöhen, aber ich bin am Überlegen, ob ich das wirklich tun soll. Wir haben noch 26 Millionen. Das heißt, das komplette Aufbauen hat uns noch keine 25 Millionen gekostet. Das heißt, wir könnten noch einen zweiten bauen. Zum Beispiel hier in der Nachbarstadt. Weil das ganze Spiel hier läuft nach dem Motto, wie das ganze Internet läuft. The winner takes it all. Und der Winner ist meistens der, der als erstes anfängt. So, dann bauen wir hier. Machen hier das gleiche Spiel nochmal. Mit dieser Stadt. Und dann gehen wir erstmal in den Retail-Sektor. Warum gehe ich in den Retail-Sektor? Ja, weil es die Produkte gibt, weil es noch keine Konkurrenz gibt und weil Geld zu haben nie verkehrt ist. In Capitalism Lab und im Retail verdienst du gut Geld. Oh, ja, ist okay, wir haben noch nicht genug verdient. Es ist so gigantisch. Wir fangen mal wieder grandios an. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf, um hier reinzukommen ins Menü. Naja, nur die Ruhe. Ich will langsame Spielgeschwindigkeit oder sie sogar ganz anhalten. Ich glaube, wir halten sie ganz an. So, 0. So, dann gucken wir mal, was können wir machen, dass wir wieder zu ein bisschen Geld kommen. Wir können zum Beispiel Bonds raushauen. Wir kriegen 10 Millionen dafür, wenn wir jetzt 100.000 Bonds issuen, also raushauen auf dem Markt. Wenn ich die ganzen mit einer Laufzeit 10 Jahre setze, zahlen wir 15,8% Zinsen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen viel. Banken gibt es noch keine. Die Dividende an den Spieler können wir mal mit 5% festsetzen. So, wir können uns auch Geld verschaffen, indem wir ein IPO machen. Das heißt, unser Unternehmen an die Börse bringen. Wir würden für 20% des Unternehmens Stand heute 7 Millionen kriegen. Aber ich will noch nicht. Ich will noch nicht die Kontrolle verlieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier können wir stemmen. Wir hauen einen Bond raus. Wir kriegen 10 Millionen. So, wir halten mal die Zeit an. Weil wir sind hier noch nicht ganz fertig. Machen dann einfach mal hier rotzefrech weiter. So, und dann haben wir zwei Supermärkte in zwei Städten. Und hier machen wir sogar schon leichte Gewinne und dann können wir das Ganze mal ein bisschen anlaufen lassen und mal gucken, wie das Ganze für uns läuft. Ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, wir stellen mal auf Spielgeschwindigkeit 3. Das heißt, da ticken die Tage schneller runter und du siehst schneller, ob was erfolgreich ist oder nicht. Bei Großinvestitionen können wir gerade im Moment sowieso nicht machen mit 8 Millionen. Die brauchen wir schon, um die laufenden Kosten zu tragen. Ich meine, klar, wenn ich als erstes einen Supermarkt in der Stadt aufbaue, dann kommen wahrscheinlich die meisten Leute zu mir einkaufen. Dann habe ich entsprechend die Nachfragen. Und dann verdiene ich entsprechend das Geld. Und so Supermärkte können am Anfang, gerade die großen Discounter, können am Anfang sehr, sehr viel Geld bringen.
Weil momentan sagt er uns, wir hätten so 3 Millionen Jahreseinkommen und es ist stetig steigend. Mal gucken, was im März geht. So, 10 Millionen, wie gesagt, müssen wir im Jahr 2000 bezahlen. So lang läuft der Bond und so lang zahlen wir 15,8% Zinsen da drauf. Das ist jede Menge von unserem Gewinn, der da abgeht, um die Gläubiger zu befriedigen. Aber wir haben halt auch mittlerweile, unser Rating ist nicht so besonders toll. Das war, glaube ich, ein D-Bond. Ich könnte jetzt zum Beispiel als Spieler hingehen. Ja, und dann könnte ich mir den angucken. Dann könnte ich sagen, hey, das ist ja cool, ich habe 100.000. Ich versuche dann mal einen Bond zu kaufen. Ja, aber das ist schon krass. Also wenn man sich das genau anguckt, hier, dieser Bond, der ist draußen für einen Preis von 194,40. Und hat ein A-Rating. Der ist extrem teuer. Wir haben nur 10 Millionen dafür gekriegt, aber 20 Millionen müssten die Leute zahlen, die es kaufen. Da haben wir gar nicht Geld zu. Ja, als Firma selbst, wo die jetzt 16 Millionen hat, könnte ich jetzt anfangen, meine eigenen Bonds zurückzukaufen. Dann zahle ich die Zinsen an mich. Also wir können jetzt 9 Millionen da reinstecken. Und dann würden wir Zinszahlungen von uns selbst erhalten, also keinen Verlust mehr machen. So, wir können aber auch hier US Treasure Bonds kaufen. Die bringen aber hier nicht ganz so einen guten Zinssatz wie die hier. Warum ich da 6% Zinsen habe, ist immer so eine Frage. Die Bond-Thematik an sich, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also hier sieht man, Fry Holding ist der Herausgeber. Wir haben den 6. Januar 1990 released. Am 6. Januar 2000 müssen wir zahlen. 10 Jahre läuft er. Years to maturity, also das heißt, so viele Jahre Laufzeit haben wir noch, also 9,5 Jahre. Face Value ist 100, Market Price ist 193, Bond Size sind 10 Millionen. Ja, Coupon Rate, da haben wir es. Da haben wir nämlich 15,8%. Und also die Coupon Rate sagt dir, also das hier ist jetzt, dieses Spiel, das muss man dazu sagen, für die, die es nicht kennen, das ist eine Wirtschaftssimulation, die wird teilweise an Universitäten gespielt. Aufgrund der Tatsache, dass die extrem komplex ist und die Wirtschaft versucht abzubilden. Ja, also wenn du hier drin Geld verdienen kannst, dann bist du in der Lage, Geld zu verdienen. Und du siehst ja an diesen ganzen Sachen, als wir es rausgegeben hatten, hatten wir halt ein D-Rating und da haben wir halt 15,8% Aufschlag gezahlt. Mittlerweile sind wir ein A-Rating, weil wir Geld verdienen und wieder mehr Kohle haben, als wir überhaupt geliehen haben. Das heißt, die Rückzahlung ist damit nicht ungewiss. Also die Bonds, die sind halt so eine ganz eigene Geschichte. Da musst du schon, da musst du fast ein Finanzexperte für sein. Genau wie Aktien. Ja, seht mal, was hier alles für Werte in den Aktienmärkten drin sind. Und das Ganze geht auch weiter bei den Produkten. Also wenn ich hier zum Beispiel in den Manufacturer's Guide reinguck und da jetzt mal nicht unbedingt Software habt, sondern zum Beispiel Beverage Cola. So, Cola hat einen Necessity Index, also 50% der Leute brauchen Cola. So, und da brauche ich Kornsirup und Aluminium für, um die zu produzieren. Und eine Produktionseinheit sind 50 Dosen. Das heißt, aus einem Pfund Aluminium und 5 Pfund Kornsirup mache ich 50 Kannen Cola, also 50 Dosen Cola. Und diese ganzen Umrechnungsfaktoren, die sind dann halt auch nochmal wichtig, wenn du dann später Produktionsfirmen und so weiter aufbaust. Ja, ist ein langsamer Start, wie ihr seht. Ich bin am Überlegen, mit 17 Millionen
Können wir noch keine großen Sprünge machen. Wir laufen, lassen das nur mal ein bisschen weiterlaufen. Vielleicht lassen wir mal ein Jahr durchlaufen. Dann sollten wir wieder einen Geldbetrag haben, womit wir in der nächsten Stadt eventuell den nächsten Supermarkt aufziehen könnten. Und ich spare mir momentan noch einen Manager, der die ganzen Preise checkt, weil ich die Kohle lieber dazu nehme, auszubauen. Und ich mache im Prinzip mache ich einen kleinen Fehler, indem ich jetzt hier Supermärkte aufbaue und die dann Geld verdienen lasse. Weil jemand, der jetzt eine Fabrik aufbaut, eine Firma aufbaut, der hat natürlich diesen grandiosen Vorteil, dass er seine Produkte schon bewerben kann, die Technik schon steigern kann, die Mitarbeiter schon schulen kann. Und dadurch natürlich einen riesen Vorteil hat mir gegenüber, der dann eventuell zu einem späteren Zeitpunkt erst einsteigt. Ich müsste eigentlich mal gucken, wo wir stehen in der Playlist. Nicht, dass die Musik gleich ausgeht. Dann wird das Spiel nämlich sehr ruhig im Hintergrund. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich habe mal ein Let's Play gemacht, da hatte ich gar keine Musik an. Das ist dann auch nicht so das Wahre. So, hier in der Stadt den Spot zu finden, wo du wirklich einen Hype hast, wo du einen guten Traffic für deinen Laden kriegst, das ist gar nicht so leicht. Hier haben wir 45. Also 45 ist schon mit das Beste, was wir rausholen können irgendwie. Sollen wir hier? Das ist so ziemlich... Ja komm, bauen wir hier. So, haben wir noch 2 Millionen übrig. Wenn ich jetzt natürlich anfange, hier die ganzen Stockwerke auszubauen, dann gehen wir wieder pleite. Wo ist mein Store? Da. So, ich lasse mal die Zeit laufen, in der Hoffnung, dass wir gerade mal ein bisschen Geld machen. Und dann können wir hier langsam anfangen mit Current City. Die Produkte dieser Stadt langsam in den Markt einzuführen. Zigaretten haben ein neues Bild. Das ist auch schön. So, Hühnchen, Tasche, Gummisandalen. Na, man sieht auch hier, dass andere schon auf dem Markt aktiv sind. Wir sind nicht die einzigen, die hier verkaufen. Das heißt, wir kriegen da auch Konkurrenz und haben eventuell dann nicht mehr so die Abverkäufe, wie wir sie gehabt hätten, wären wir Erster gewesen. Wir müssten da eventuell schon in den Preiskampf gehen. Darum kümmere ich mich momentan noch gar nicht. So, wir haben langsam eine Größe erreicht, so nach einem Jahr, wo wir drüber nachdenken könnten, da wir in 3 Städten jetzt Supermärkte haben. Machen einen Department Store direkt neben uns, ja. Um uns zu bekriegen wahrscheinlich. Also wir könnten jetzt schon anfangen, entweder Backwards Integration zu machen. Oder wir könnten anfangen, einen Manager einzustellen, der die Preise kontrolliert und sich bessere Waren sucht. Ich denke, so nach einem Jahr können wir langsam anfangen, darüber nachzudenken. Wir haben in diesem Jahr bereits fast 30 Millionen Gewinn gemacht. Ich muss gerade noch mal gucken, ob ich die Einstellungen alle getroffen habe, die ich treffen wollte.
Auch hier, IPO, ne? Wenn ich jetzt 20% meine Aktien raushauen würde, würden wir schon 68 Millionen kriegen. Das heißt, wir haben schon Mords unternehmenswertmäßig aufgestockt. Wir sind schon bei 70 Millionen Nettowert und wir haben einen Einnahmen von 62 Millionen gehabt mit einem Profit von 30 Millionen. Das ist schon... Da können andere können da noch ein bisschen dran stricken. Der hier baut Banken auf. Banken ist ein großes Problem. Banken haben Geld, aber gehen ständig pleite, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, was da nicht stimmt. Aber es will noch nicht so. Auch hier, wir können hier in den Städten die Produkte durchgucken. Da sehen wir auch hier Produktklasse, Necessity Index. Wir sehen dann genau die Preise der lokalen Anbieter, die Brands, die Qualität. Was macht das Produkt aus? Was macht die Nachfrage aus? Können dann die Preise bestimmen und so weiter. Also das Spiel, wie gesagt, sehr komplexe Wirtschaftssimulation. Jeder, der es nicht kennt, sieht dann hier mal wieder was Neues. Wird verkauft nur auf der Seite des Spieleherstellers selbst. Ja, also hier in der Stadt sind wir zum Beispiel die einzigen, die Müsli-Riegel verkaufen. Die zählen als Snacks und sind zu 40% necessary. Das heißt, da kaufen die Leute, weil sie sie brauchen, zu 40%. Und die Marke ist hier schon sehr wichtig und wir haben überhaupt keine Marke auf unserem Riegel. Wir haben eine 61er Qualität, liegen damit über der Qualität der anderen. Das macht 36% aus. Wir verlangen 8,20. Lokal wird 8,49 verlangt. Das macht, der Preisvorteil macht 33% aus. Die Marke, die vernachlässigen wir gerade komplett. Wir haben 33%, liegen damit über dem Durchschnitt. Deshalb werden die bei uns so gut verkauft. Haben wir 240.000 im Monat Gewinn mit. Oder Umsatz mit. Ich weiß es gerade gar nicht. Hier unten sehen wir auch einen Einkaufspreis, den Verkaufspreis. Wir können jetzt hier den Preis ändern und auf alle Supermärkte, die wir in der Stadt haben, übertragen. Wir können uns auch die Quantity angucken, die wir verkauft haben, also die Menge. Ja, in der Stadt werden verkauft 45.000 Riegel. Wir verkaufen davon 29.000. Das heißt, wir machen den Hauptumsatz hier in unserer Stadt an Müsli-Riegeln. Das hier unten, das Weiße, das ist der Rest. Das sind die lokalen Händler. So, hier sehen wir genau, wie sich unsere Firmen aufbauen, was sie an Gewinn machen, was sie für einen Customer Traffic haben, also wie viele Leute da reingehen, wie lange das Ding am Laufen ist, was der Gewinn ist in diesem Jahr, was der Profit ist dieses Jahr und so weiter. Wir können uns hier Income Statements und Balance Sheets angucken. Also das heißt, wir können hier wirklich eine absolut detaillierte wirtschaftliche Analyse machen von allem. Und das ist das, was dieses Spiel halt zu der Wirtschaftssimulation schlechthin macht. Die dann sogar in Universitäten gespielt wird, in der Managerausbildung. So, wir könnten jetzt noch ein bisschen in die Fortbildung unserer Mitarbeiter gehen, dass wir größere Abteilungen kriegen, qualitativ besseres Personal den Abteilungen, die also die Regale besser pflegen, die Regale besser anordnen und die Kunden besser beraten, dass wir mehr verkaufen. Das macht man hier drüber über den Balken. Könnten wir den Balken hochziehen. Und dann würden diese Abteilungen nach und nach ausgebildet. Weil so eine Abteilung hat zum Beispiel 2 Mitarbeiter, fast 10.000 Einheiten. Momentan ist voll. Die Abteilung ist zu 40% ausgelastet und ist Experience Level 1 Abteilung. Und die Verkaufsabteilung, die hat 4 Mitarbeiter. Die haben momentan 3471 Einheiten auf Lager. Das ist nicht ganz voll. Die Abteilung ist zu 87% ausgelastet. Das heißt, eine Einkaufsabteilung, 40%, 87%. Eine Einkaufsabteilung kann noch 2 Verkaufsabteilungen regeln. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Umsatz steigern wollten, könnten wir hier noch eine Verkaufsabteilung reinmachen.
Warum lässt man die mittlere meistens frei? Weil du dort zum Beispiel Sachen reinpacken kannst, wie das Inventory, wenn du irgendwas auf Lager legen willst und das dann verkaufen willst, weil du Angst hast, dass vielleicht bald das Angebot wegfällt und du willst es aber weiterverkaufen, weil es ein guter Umsatzbringer ist. Du kannst hier umlabeln. Das heißt, ich könnte aus diesem grauen Produkt, wenn ich jetzt sagen würde, ich will später mal Hustensirup machen, dann könnte ich das hier schon umlabeln, dass ich mein eigenes Hustensirup verkaufe, kann damit schon eine Markenloyalität schaffen, bevor ich überhaupt jemals selbst produziert habe. Und wenn ich dann eigene produziere, haben die praktisch eine Markenloyalität geerbt von dem Produkt, was gar nicht von uns war. Oder was wir auch machen können, ist eine Werbeabteilung, die dann entsprechende Produkte bewirbt. Aber da das nicht unsere Produkte sind, haben wir nichts von dem bewerben. Also lassen wir es. Kann ja jeder kaufen, wird jeder von unseren Kosten profitieren. Haben wir kein Interesse dran. Ja, hier sehen wir jede Menge statistische Sachen. Das alles zu erklären ist auch schwierig, aber im Prinzip haben wir die schon besprochen. Das hier zeigt an, dass dieses Produkt eben 33 Overall Rating hat, war ein Zungenbrecher. Der Stadtdurchschnitt ist bei 30, das heißt, wir liegen über dem Durchschnitt, deshalb verkaufen wir das auch extrem gut. Wir könnten hier den Preis anheben oder sogar noch absenken. Haben da aber momentan kein Interesse dran, irgendwas zu machen. Wir können den Markt dann später auch anbieten hier. Kann einer übernehmen, so wie er ist. Wir können die Firma umorganisieren, also woanders hingebaut wird. Das heißt, die zieht da aus, baut woanders neu, zieht dort ein. 1:1, so wie es ist. Wir können sie abreißen. Als nur die Firma abreißen, das heißt, das Land behalten wir, oder wir können sie abreißen und das Land darunter verkaufen, denn der Landpreis. Denn der Landpreis unter dem Gebäude, der hat auch einen Wert. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier sehen. So, da sind die Einkaufspreise, die Frachtkosten, das Personalkosten, Operating Overhead, Strom, Wasser, was alles so anfällt. Das sind die Einnahmen. Aber irgendwo müssten auch hier steht Land and Natural Resources, das heißt, durch die Gebäude, also die Gebäude stehen auf Grundstücken, die Grundstücke, die haben auch einen Preis, der schwankt, ich kann also Land kaufen und kann es einfach liegen lassen und das wird mit der Zeit mehr wert, weil Land knapper wird, weil immer mehr Firmen bauen und dadurch haben wir durch unsere drei Supermärkte schon 61 Millionen Land wert. Das heißt, nur die Gebäude stehen auf Land, das Land ist mittlerweile 61 Millionen wert. So, wir würden hier sehen, was wir auf Banken liegen haben. Im Inventar mal für 1,8 Millionen Waren. Wir haben 7,5 Millionen Business Assets, das sind Gebäude, Regale, der ganze Blödsinn halt. Das heißt, insgesamt haben wir 80 Millionen Assets in der Corporate. Wir haben für 10 Millionen Bondschulden. 50 Millionen sind die Aktien wert gewesen. 20 Millionen haben wir verdient. Unterm Strich. So, hier haben wir dann das Income Statement, das hier ist nur die Balance, also die Balance, wie sich zusammensetzt. Die Assets zu dem, wo das Geld herkommt. Hier sehen wir dann wirklich, was wir verdienen. Netto Profit nach den Steuern sind 2,1 Millionen den Monat. Steuern haben wir 619.000 bezahlt den Monat. Unser normaler Netto Profit waren 2,7 Millionen. Ausgegeben haben wir im Prinzip nur Increase in Asset Value und Loan und Bond Interest. Also wir müssen ja Zinsen zahlen für die 10 Millionen Bond. Und
Ja, wir zahlen halt, das ist ein bisschen ärgerlich, wir zahlen halt Verkaufskosten von 3,2 Millionen. Wir nehmen 7 Millionen ein, da gehen 3,2 Millionen ab für die Kosten des Verkaufs. 281.000 für die Löhne. Aber das geht halt über alles. Und das hier ist nur die Firma, nur dieser Supermarkt, den wir hier haben. Leider sehen wir hier keinen Landpreis. Ich würde gerne mal wissen, was das Land unter dem Supermarkt wert ist. Müsste ich eigentlich auch irgendwo sehen können, aber gut, sehen wir jetzt hier nicht. Ja, das war mal so eine grobe Einführung, dass ihr überhaupt mal wisst, um was es hier geht. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, sind ja ein paar neue dazugekommen. Puh, schon wieder 40 Minuten drin und ist kaum was gelaufen. Am 5. Dezember kommen wir, lassen das Jahr noch durchlaufen. Und dann können wir uns überlegen, ob wir mit dem Geld, was wir dann haben, nachdem Steuern und alles gezahlt sind am Jahresende, ob wir uns dafür einen Manager einstellen, der dann hier die Preise und Produkte in unseren Supermärkten, die wir aufbauen, managt und ob wir uns das 4 Millionen oder 6 Millionen kosten lassen. 28., 29., 30., 31. Dezember und 1. Januar. So, das heißt, im letzten Jahr haben wir 31 Millionen verdient. Wenn ich das korrekt sehe. Die komplette Marktkapitalisierung unseres aktuellen Businesses würde uns 341 Millionen bringen. Gar nicht mal schlecht, dass wir mit 50 Millionen angefangen haben. Nach einem Jahr ist es schon ein Zigfaches wert. Gerade mal 3 Retail-Stores, die 26 Millionen Profit machen. Wer hier will, noch nicht so. Irgendwie, wahrscheinlich hat er ein bisschen mehr Konkurrenz in der Stadt, in der er gebaut ist. Weil wir sind ja nicht mehr so frisch im Spiel. Es ist schon ein Jahr rum. Die Computer haben ja auch schon mal gebaut. So, was ist das Information Center? Ach, das hier. Das ist Information Center. Ja, sie haben irgendwie jede Menge Icons geändert und neue Icons angebracht. Mittlerweile kann ich fast alles anklicken, um zu irgendwelchen Menüs zu kommen. So, wir könnten jetzt hier alles durchgucken. Wir sind der Einzige, das verkauft. Da sind wir der Einzige, das verkauft. Da sind wir der Einzige, das verkauft. Da sind wir der Einzige, das verkauft. Sogar hier sind wir der Einzige, das verkauft. Gibt es noch mal eins, wo wir mit irgendeinem in Konkurrenz stehen? Irgendwie gerade ein bisschen witzlos hier. Haben wir in dieser Stadt gar keine Konkurrenz? Das ist derb. Was verkaufen die anderen? Die machen doch auch Geschäfte auf. Da waren wir so früh scheinbar am Markt, dass kein anderer sich mehr um die Produkte kümmert, weil wir sie alle aufkaufen und verkaufen. Skurril. So, aber hier, da weiß ich, da haben wir Konkurrenz. So, da sind nämlich noch andere am Markt, die die gleichen Produkte dann billiger verkaufen, dass sie einen besseren Schnitt haben. Das heißt, mit denen könnten wir jetzt in den Preiskampf treten. So, 38,9. Wir nehmen den gleichen Preis. Jetzt ist halt die Frage, ob er dann diesen Preis auch beibehält oder ob er den Preis anpasst und wieder versucht, billiger zu sein. So, hier haben wir eine andere Firma, die mit uns konkurriert.
Ja, das ist jetzt blöd. Wir kommen nicht auf 5,16, wir können eine 5,17 nehmen oder drunter gehen. Aber es hat die gleichen Werte, also macht keinen großen Unterschied. So, Zigaretten sind wir die einzigen, die verkaufen. Allerdings ist hier der Markt sehr angriffslustig. Wir haben nicht die besten Zigaretten. Vielleicht sollten wir da mal den Preis senken, um dann einen höheren Spread hinzubekommen zwischen Average und unserem Wert, damit dann eventuell mehr davon verkauft werden. Machen wir mal 5 Punkte. Dass das hier hochgeht und wir mehr Geld damit verdienen. So, bei Eiern komischerweise kloppen wir uns hier mehrfach. Die hier produzieren selbst Eier, verkaufen die billiger, haben eine schlechtere Qualität, aber dafür eine Brand. Wir importieren Eier, verlangen 1,68. Und der hier, der ist im Preis 1 Cent billiger gewesen als ich und war deshalb im Overall besser als ich. Und jetzt passen wir das Ganze an, indem wir 1 Cent billiger sind und hoffen dann, dass wir damit keinen Endlospreiskrieg auslösen. So, auch hier gibt es eine Firma, die selbst produziert. Die haben einen Vorteil, weil die werden ihre Produkte mit der Zeit verbessern, was wir nicht können, weil wir einfach nur importieren. Die haben auch schon Werbung drauf. Das heißt, wenn wir die später mal einholen wollen, kriegen wir ein echtes Problem. So, gegen die anderen Importeure müssen wir anstinken. Wir setzen uns preislich in die Mitte. So, da sind wir wieder der Einzige. Das Spread passt auch. Da sind wir der Einzige und das Spread passt. Na, komm her. So, hier kloppen wir uns wieder mit einem rum, aber die haben unsere Preise. Das ist bestens. Kein Preiskampf. Hier bin ich der Preiskämpfer, wie es aussieht. Da passen wir uns ihm ein bisschen an. Der importiert auch und hat eine bessere Qualität. Wie hat dann das hingekriegt? Okay, dann machen wir es so. Da haben wir einen gleichen Wert. Und da sind wir wieder alleine am Markt bei den Schuhen. Ja, die Frage ist, wie machen wir weiter? Kaufen wir noch in anderen Städten auch entsprechend Einzelhandelsgeschäfte dazu, stellen einen Manager ein, der die Preise und die Angebote prüft, Waren gegebenenfalls austauscht und so weiter, was wir uns dann ein bisschen Geld kosten lassen, dass wir es nicht selber machen müssen? Oder fangen wir an mit der Backward Integration? Ich würde sagen, wir bauen erstmal ein gescheites Vertriebsnetz auf und stellen einen Manager ein, der die Preise prüft. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie lange wir noch solche Gewinne fahren können, wie wir die zurzeit fahren. Mit den Supermärkten. Also ich meine, wir verdienen ordentlich. Sogar mit dem hier. Und das ist gar nicht so einfach, weil sobald mehr Angebot kommt durch mehr Geschäfte, hier nebendran haben wir auch schon einen Department Store, der kämpft ja auch um den gleichen Markt, um den wir kämpfen. Also wenn das dann so losgeht, ja, dass die uns da ein bisschen den Markt kaputt machen und dann werden auch unsere großen Discounter nicht mehr die Gewinne einfahren können, die sie bisher eingefahren haben. Und wenn das so ist und dann werden wir unsere Gewinne verlieren, dann machen wir keine 31 Millionen mehr. Und dann müssen wir gucken, dass wir bessere Angebote in die Märkte kriegen. Und das schaffen wir dann über die Backward Integration mit dem Geld, was wir dann haben. So lange würde ich gerne noch ausbauen. Gut, die Musik ist auch schon aus. 50 Minuten sind rum. Ich sage an der Stelle dann erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Das ja, ist das von vielen lang erwartete Projekt, was jetzt wieder neu reinkommt. Und ich glaube, das ist vielen lieber, wie zum Beispiel Medieval Dynasty. So blöd es klingt. Und komischerweise, das Spiel ist jetzt auch keins, was auf YouTube so überfrachtet dargestellt wird, dass ich mich damit ganz großen YouTubern rumkloppen müsst. Und deshalb habe ich da so ein kleines Nischendasein und das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich denke, das wird sich ganz gut
machen hier in der nächsten Zeit. So, ich bin hier raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos und ja, im ersten Jahr haben wir richtig gut Geld verdient. Wir haben den 1. Januar 1991 und da geht es dann weiter im nächsten Video. Bis dahin noch viel Spaß. Macht's gut. Bye-bye.